Ja, vielen Dank, lieber Klaus. Das ist eine schöne Einführung gewesen. Ich habe den Titel ein wenig verändert, und zwar aufgrund der Tatsache, dass der Begriff Zukunftsbewältigung, der ja jetzt in aller Munde ist und den wir auch immer wieder verwendet haben, insbesondere auch für den Namen die Bezeichnung unseres Kollegs, dass der geklaut ist. Und zwar ist er geklaut von Stefan Maul, dem Archäologen in Heidelberg, der mir aber diesen Diebstahl nachgesehen hat und sich auch durchaus freut über die weitere Verwendung und, wenn man so will, Sedimentierung eigentlich im Grunde auch dieses Begriffs der Zukunftsbewältigung, den er natürlich analog zur Vergangenheitsbewältigung, sozusagen deutschen Vergangenheitsbewältigung, geprägt hat. Das habe ich aber rausgelassen. Es fehlt mir hier aber ein Zettel. Entschuldigung, ich muss nochmal zurück. Ja, ich wollte einfach mit ein paar sozusagen philosophischen Überlegungen beginnen. Der Theologe Dirk Evers hat jüngst jetzt gerade in erschienenen Band der Theologischen Zeitschrift Berlin einen Begriff geprägt, nämlich Begriff des provisorischen Lebens, wobei er provisorisch im Sinne von vorausschauend neu deutet. Also mit anderen Worten, wir leben sowohl in Unsicherheiten und sowohl in der Unsicherheit, um auf Hanné zurückzugreifen, als auch im Risiko. Und das ist ein provisorisches Leben, welches gleichzeitig aber provisorische Fähigkeiten erfordert. Das ist der eine Punkt. Der zweite stammt aus dem Artikel von zwei Autoren. Und auch da würde ich gerne nachher noch mal ganz kurz erfahren, was Herr Mölk dazu denkt, oder Sie alle natürlich auch. Dabei ist gerade die Option des Nicht-Eintreffens Bedingung jeglicher Prognose. Und jede einigermaßen redliche Form der Prognostik hat genau diese Möglichkeit, dass es anders kommen könnte, zur Grundlage. Deshalb haben Sie wahrscheinlich auch vorhin von Projektion gesprochen und versucht, den Begriff der Prognose zu vermeiden. Und ohne es bewusst zu erfahren, entzaubert sich die Prognose selbst. Sie wird mehr und mehr zur nachvollzogenen Realität. Und deshalb gibt es auch ein enges Zusammenspiel zwischen konkurrierenden Prognosen und prognostisch konditionierter Publikumserwartung. Das sind einfach so ein paar Gedanken, die ich Ihnen auf den Weg geben will, bevor ich auf China komme. Und Klaus Habers hat es gerade erwähnt, ich gehe zurück mit einem wesentlichen Teil dieser Präsentation auf Bilder einer Ausstellung, nicht ganz im Sinne von Mussorgsky, sondern im Sinne sozusagen dieser Ausstellung, die Klaus Habers genannt hat. Was wird werden, heißt sie nicht, aber ein Untertitel hieß, was wird werden. Drei Punkte zur Frage, ob wir was lernen können, sozusagen von China. Ich würde sagen, zunächst mal nein. Wir können gar nichts lernen. Ich habe aber dann drei Unterpunkte noch zu nennen, die durchaus uns eine Möglichkeit weisen, wie wir etwas oder was wir lernen können. Zunächst einmal ist schon laut dem Buch der Dokumente, was zwischen 1000 und 400 vor unserer Zeitrechnung entstanden ist, zu finden, die Stelle, dass die Divination nur ein Weg zur Entscheidungsfindung darstellt. Also es ist nicht etwa so, dass wir sagen können, sozusagen, hier beherrscht, das würde ich dann Aberglauben nennen in der Tat, wenn ich sagen würde, sozusagen auf Wahrsagungen, Weissagungen, so entscheide ich als Individuum oder auf dieser Grundlage einzig und allein entscheidet auch der Herrscher. Das können wir im alten China kaum finden, in der Tat. Also werden immer wieder andere Instanzen sozusagen herangezogen zur Entscheidungsfindung. Dann ferner konkurrierende Muster und konkurrierende Techniken, die wir jetzt gleich sehen werden am Werk, die eben auch durchaus der Entscheidungsfindung insofern helfen, als sie eben unterschiedliche Interpretationen eines Wahrzeichens, eines Vorzeichens oder einer eben errechneten Divination darstellen.
Und das führt mich dann zur Frage des Vertrauens, die ich für sehr wichtig halte, und natürlich dann auch zur ethischen Verantwortung der Prognostiker, also der Wahrsager. Wir fangen ganz kurz an, und ich werde Sie jetzt nicht durch alle diese Bilder führen. Die Ältesten, und Klaus Herbers hat es ja schon erwähnt, in Richtung auf Léon Vendamerge, die ältesten Schriftdokumente Chinas finden sich in der Tat bislang, vielleicht finden wir eines Tages andere, im Zusammenhang mit dem Orakel. Wir haben hier aus dem 13. Jahrhundert einen doppelseitig beschrifteten Orakelknochen, der im Wesentlichen eine Divination hinsichtlich einer Frage, wie das Wetter ausfallen wird, darstellt, also Wettervorhersage. Aber diese Wettervorhersage ist verbunden mit einer anderen Frage, nämlich um ein günstiges Wetter zu erreichen, müssen wir da ein bestimmtes Opfer darbringen. Und es ist stark zu vermuten, also die Spezialisten, zu denen ich nicht gehöre, vermuten, dass es sich hier als sogenannte Schneideopfer, mit anderen Worten ein Menschenopfer, handelt. Also diese Fragen waren sehr häufig verbunden mit einer Aktion auch. Sollen wir dies oder jenes tun? Und die Antwort lautet dann ja oder nein. Wichtig ist, dass Knochen behandelt wurde. Und aus den Cracks, also aus den Brüchen, die in dem Knochen sozusagen zu finden waren, hat man dann gewahrsagt. Und das war ein Privileg oder eine Prärogative des Königs. Mit anderen Worten, es gab Spezialisten, die diesen Knochen vorbereiteten, die ihn anbohrten. Und dann vermuten wir heutzutage auch nach eigenen Experimenten mit Wasser behandelten, und dann gibt es einen Crack. Und dieser bedeutete dann ein Vorzeichen. Wir kennen bis heute noch nicht exakt die Technik, nach welcher dann sozusagen diese Cracks in den Orakelknochen interpretiert wurden. Hier in diesem Fall und in manch anderen Fällen finden wir allerdings dann auch auf der anderen Seite, auf der Rückseite dieses Knochens, sozusagen eine Verifikation. Also die Frage, hat sich jetzt die Vorhersage des Königs verifiziert oder nicht? Das ist nicht die Regel, aber es tritt sehr häufig auf. Nach Kenichi Takashima tritt es zu 80%, also großen Spezialisten dieser Orakel, tritt es zu 80% bei positiven Verifikationen auf und nur zu 20% sozusagen in anderen. Aber immerhin haben sie auch hier, wenn Sie so wollen, verschiedene Angebote. Solche Orakel konnten, auch wieder hier Takashima am Werk, bis zu 3-mal wiederholt werden. Also wenn ich nicht zufrieden bin sozusagen mit der ersten Aussage, dann kann ich durchaus noch einmal zum Anbohren dieses selbigen Orakelknochens schreiten und habe dann vielleicht eine andere Antwort. Aber es gab auch Fälle, der berühmteste Fall ist ja der Königsfrau, also der Gemahlin des Königs Fuchau, wo in der Tat 3-mal hintereinander eine negative Aussage erfolgte, nämlich die, sie wird eine Tochter gebären, was ziemlich negativ war in dieser Zeit. Und also wir haben hier durchaus Beweise am Werk, wo wir sehen, also auch mit einer negativen Aussage sozusagen müssen wir uns zufrieden geben. Und auch die hat dann eine Verifikation. Also hier sehen Sie nochmal, wie das aufgedröselt wurde. Eine weitere Technik, die sehr weit verbreitet ist und bis heute auch noch wirkt, sind diese 50 Stäbchen der Schafgarbe, von denen einer weggelegt wurde und dann in einem randomisierten Prozess sozusagen diese 49 geteilt wurden und dann durchgezählt wurden. Also mit anderen Worten, Sie haben eigentlich sowohl das Einwirken von etwas, auch bei den Orakelknochen schon, das Einwirken von etwas, was wir Zufall nennen würden, also deshalb habe ich gesagt, randomisiert, und auch hier sozusagen die Teilung der Strafgabenstäbchen, 49 Stück, die teilt man jetzt nicht bewusst sozusagen, sondern entsteht quasi ein Prozess, ein, könnte man sagen, aleatorischer Prozess, letzten Endes, und danach wird dann durchgezählt und ich komme dann auf einen Orakeltext.
im Zusammenhang mit dem Buch der Wandlungen, was bis heute noch immer wieder auch verwendet wird, muss man auch sagen, dass es auch hier wieder konkurrierende Interpretationen gegeben hat im Laufe der Geschichte. Alte Interpretationen sind schon im Zhou-Zhuan, also um das 4. Jahrhundert vor Christus sozusagen, belegt. Zwei Wahrsager, die unterschiedlich deuten. Nach der Philosophie, wenn Sie so wollen, dieser Art von Wahrsagen, kann es aber nur eine richtige Deutung geben. Und in den 40er Jahren hat sich ein chinesischer Gelehrter namens Zhang Binghe mal der Frage angenommen, historisch zu sehen, wie viele konkurrierende Interpretationen hat es gegeben. Auch er ging davon aus, dass es nur eine richtige gab. Und mit geradezu sadistischer Freude zeigt er dann, warum sich sozusagen verschiedene Interpretationen und Interpreten geirrt haben. Das ist ein Punkt, der mir wichtig erscheint in diesem Zusammenhang. Ferner können wir mit dem Buch der Wandlungen eben auch über diese historischen Untersuchungen die Frage verbinden, gab es denn sowas wie ein zur Verantwortung ziehen für eine falsche Prognose? Und in der Tat stoßen wir auf sehr viele solcher Fälle, wo die Leute entweder Hiebe abkriegten, also das war sehr genau reguliert, wie viele Schläge mit dem Bambus man da sozusagen zu erdulden hatte, oder bis hin auch zum Capital Punishment, also zur Todesstrafe. Mit anderen Worten, der Wahrsager musste schon im Rahmen, das ist wieder Stefan Maul, der Astrologe aus Heidelberg, im Rahmen einer gewissen Plausibilität bleiben. Also er konnte nicht jetzt hergehen wie etwa Neil Ferguson vom Imperial College in London und 500.000 Tote in England vorhersagen, ohne danach bestraft zu werden. Das wäre im alten China undenkbar gewesen. Wir haben ein sehr ähnliches Vorgehen. Und ich verdanke natürlich der Zusammenarbeit mit den Medievisten und Europahistorikern letztlich sehr viele Einsichten, insbesondere natürlich auch, was dann Zustandekommen dieser Ausstellung anbelangt. Wir haben hier einen geomantischen Schöpfenstuhl, Generated Patterns of Dots from the Basis for the, form the Basis for the Reading. Das ist eine ursprünglich arabische Kunst, die sogenannte Geomantie oder Geomantik, nicht zu verwechseln mit dem chinesischen Feng Shui, die in sehr ähnlicher Weise wie das Buch der Wandlungen sozusagen praktiziert wird, nämlich man wirft einige Kugeln sozusagen in den Sand, daher auch der arabische Name Al-Raml, also Sandkunst, und zählt dann durch. Mit anderen Worten, wieder ein nach unserem Verständnis randomisierter Vorgang am Anfang, so dann eine Kalkulation sozusagen, aus der sich dann Deutungen ergeben. Nicht uninteressant, unsere Kollegin Ulrike Ludwig hat ja dann sogar ein mantisches Tagebuch eines Kurfürsten von Sachsen, wenn ich mich recht erinnere, gefunden. Ich glaube, es war aber nicht August der Starke, sondern jemand vorher, der nun tatsächlich Notizen machte zu dieser Kunst. Beispielsweise eine wunderschöne Notiz, also es kam heraus bei der Interpretation, er solle nicht zur Jagd gehen. Und er ist trotzdem gegangen zur Jagd und sie ist miserabel ausgefallen. Und das schreibt er dann da rein, sozusagen. Also mit anderen Worten, auch seine persönliche Verifikation finden wir da drin. Aber wichtig ist für mich eigentlich eher nur, dass hier im Wesentlichen, aber da muss mich dann der Mittelalterhistoriker korrigieren, eine Kunst war, die sozusagen in vielerlei Hinsicht die Astrologie ersetzte, ein einfacher, kurzer Weg sozusagen, weil die Sterne nach Thomas von Mörbecke einwirken quasi auf den Akt der Wahrsagung und von daher gewissermaßen der Umweg um die Astrologie, dem kann man sich sparen. Was wir auch haben natürlich im buddhistischen Zusammenhang, ist ein Würfelorakel. Es gibt ein Sutra, ein sehr spätes und nicht wohl ja, mit wenig indischen Vorbildern, aber immerhin ein Sutra, was im Gegensatz zum
zum Leitmotiv des Buddhismus sozusagen die Divination rechtfertigt, aber nur in einem monastischen Zusammenhang zunächst. Mit anderen Worten, hier kann der Mönch oder die Nonne den Zustand seines oder ihres Karma sozusagen verifizieren oder testen. Und die Aussage führt dann zu einem Reinigungsritual etc. etc. Und in jüngster Zeit ist das sogar in nicht-monastischen Gemeinden in Taiwan verbreitet. Darüber könnte man viel sagen, aber unsere Mitarbeiterin, damalige Mitarbeiterin Esther Maria Guggenmoos hat da ausführlich dazu publiziert. Nun gibt es aber ganz andere Formen auch der, wenn Sie so wollen, der Divination, die an der Physiognomik sich festmachen. Wir haben hier dieses berühmte Jadekissen, also da haben wir das Hinterhauptbein, was aussagekräftig ist über die Karriere eines Menschen und dergleichen. Hier spielt der Zufall oder das, was wir Zufall gerne nennen würden, der ausgeschlossen ist in einem solchen Weltbild. Das muss ja so kommen sozusagen, weil wir in einer Art, ja, C.G. Jung wird es genannt haben, Synchronizität sozusagen mit dem Orakel uns befinden. Hier ist der Zufall, wenn Sie so wollen, ausgeschlossen. Es sind eine reine Interpretation. Natürlich kann ich einen dieser Flecken oder einen dieser Knochen übersehen, aber im Grunde genommen ist der kundige Experte sozusagen, wenig Expertinnen in der Physiognomik, das hat dann erst einigermaßen später angefangen, eben in der Tat geht er nach diesem Lehrbuch vor und hat natürlich auch, das ist dann die Frage der Transmission auch solcher Techniken, hat seinen Meister. Sie sehen das hier auch, der eine, wo ist denn das? Hier. Hier dieser Fleck, wenn ich den habe, bedeutet es Unheil für mein Leben. Hier genauso, dieser Fleck dagegen sozusagen ist very auspicious. Also Sie sehen sozusagen, es gibt eine Klassifikation quasi der Zeichen am Körper. Und der größte Kritiker oder bedeutendste Kritiker überhaupt der, sagen wir mal, vieler Techniken der Divination, zu dem ich nachher noch ganz kurz kommen werde, Wang Chung, der vertraute auf die Physiognomik als eine Art von Wissenschaft. Weil er sagt, das Schicksal eines Menschen spiegelt sich, auch das fortlaufende Schicksal, in seinen Falten, in diesen Flecken, die ja nicht durchweg entstehen, also die nicht von Geburt an da sind. Und deshalb gibt es nicht wenig Kliniken im heutigen China auch noch, die, wo sie sich diesen Fleck da zum Beispiel, wenn sie den haben hier, den Unglücksfleck, wo sie sich den eben entfernen lassen können. Das ist sehr weit verbreitet. Sowas natürlich auch die Chiromanzie, das ist ganz klar. Und sowas haben wir aber natürlich auch im Westen. Wir hatten da in der Ausstellung eben hier diese Kunst der Chiromanzei von 1523, also fast zeitgleich mit den Vorgängern, wo hier Planeten den Fingern zugeordnet werden und wir auch die Handlinien haben, die übrigens im Wesentlichen tatsächlich, also nur bei der Handlesekunst, im Wesentlichen auch den chinesischen Vorgaben entsprechen, wobei wir nichts wissen über irgendeine History of Encounter, also eine Begegnungsgeschichte, müssen bislang noch davon ausgehen, dass sich das gewissermaßen unabhängig voneinander entwickelt hat, aber da wird die Forschung vielleicht noch einiges da nachliefern. Also hier ist jemand, der schwach ist dargestellt, weil er ein unentwickeltes Kinn hat beispielsweise. Steht also sehr ausführlich hier da. Aber das, all das, wie gesagt, kennen Sie bis hin zu La Fata, Lombroso und dergleichen im Abendland auch, wo man eben sagte, man kann sozusagen den Kriminellen relativ, Lombroso insbesondere den Kriminellen erkennen. Wir haben die Scherenschnitte bei La Fata, die eben in der Tat zeigen, hier, das ist das Profil eines Genies, etc., etc. und natürlich auch das Gegenteil. Also mit anderen Worten, die Parallelen sind zahlreich. Gleiches gilt für die Wettervorhersage oder die Deutung von meteorologischen Phänomenen. Hier haben wir eine Nebensonne, Parhelia, und zwar die in Wittenberg auftauchten, und zwar in demselbigen Moment, als der Pfarrer, wir sind im evangelischen Bereich, über die apokalyptischen Verse
im Lukas-Evangelium predigte. Da tauchten diese Halos, diese Parhelia auf. Und das war memorabel genug, dass man es eben aufschrieb auch. Wir haben noch sehr viel ausführlichere sagen wir, Deutungen von seltsamen meteorologischen Ereignissen. Und das chinesische Beispiel ist hier wunderschön. Da geht es um, das ist ein etwa 800-seitiges Buch über die meteorologischen Phänomene im Zusammenhang mit militärischen Aktionen. Also hier haben wir, wenn das so eine Gestalt gibt, ergibt eine menschliche Figur in roten Wolken, dann bedeutet das einen Hinterhalt. Und die Quellen, aus denen zitiert wird, sind meistens die Quellen über die sogenannten Manifestationen der fünf Phasen oder fünf Elemente in älteren Dynastiegeschichten. Das wurde dann ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgegeben, diese Kapitel, also diese Monographien in den Dynastiegeschichten. Aber hier haben wir sie spät, 17., 16. bis vielleicht frühes 17. Jahrhundert, ist keine Datierung, also keine eindeutige Datierung möglich, aber immerhin haben wir auch dieses. Das sind nun ganz andere Dinge als die auf technischer Kalkulation oder auf Kalkulation beruhende Form der Wahrsagung, wo ich sagte, na, wir haben diesen randomisierten Prozess und dann folgt gewissermaßen daraus dann eine Zählung, die dann zu einem Orakelspruch oder irgendeiner Art von Aussage sozusagen führt. Hier haben wir das nicht und wir haben das auch nicht in den Almanachen. Das ist jetzt aus dem Besitz sogar der Bayerischen Staatsbibliothek. Was ist ein Almanach? Also grundsätzlich war es verboten, einen Kalender zu erstellen. Das war eine kaiserliche Prärogative. Aber aufgrund des existierenden Kalenders dürfte man Qualitäten zu bestimmten Zeitpunkten zurechnen. Das ist der entscheidende Punkt des Almanachs, den wir ja auch kennen. Gleich sehen Sie, ja, hier sind sogar, hier oben sind sogar die Tagesheiligen. Ja, also mit anderen Worten, durcheinander sehr gut gemischt, buddhistische, traditionell chinesische, taoistische Gottheiten, die eben den Tag regieren. Und hier sind die Do's and the Don'ts, vorher auch, aber hier eben auch, also tu dies, tu jenes, das tu nicht, ne, das zu vermeiden. Also bestimmte Tätigkeiten auch, die wir eben kennen, auch aus den europäischen Almanachen. Wie gesagt, ich meine, darüber kann man sich streiten, ob das noch Vorhersage ist oder eben normative Festlegung sozusagen bestimmter Qualitäten. Aber das geht ja auf Traditionen zurück. Mit anderen Worten, irgendwer hat mal sozusagen diese Grundlagen der Divination entworfen. Da gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Joachim Gentz und mir, aber über die brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen reden, weil er meint eben ausschließlich diese randomisierten Prozesse sozusagen seien Divination in dem Sinne von Indovinare oder Deviner, wo ich was errate. Aber wir haben hier diesen Kalender, den Klaus Herbers sicher auch kennt, 1567, Bilder für die Monate, Zeichen des Zodiac, verschiedene medizinische und meteorologische Symbole und dergleichen. Und natürlich auch die Tagesheiligen. Und ich will auch hier nur wieder, also das sind hier, the Do's and the Don'ts sind auch hier zu finden. Also, das betrifft Tätigkeiten wie Reisen, zum Friseur, also zum Barbier gehen, Investitionen tätigen, bis hin zu großen Schicksalsfragen wie Heirat und dergleichen. Das hat was Preskriptives, wenn Sie so wollen, Deterministisches. Und ich kann nur sagen, also bei diesem Kalender jetzt nicht, aber bei dem chinesischen Kalender, die Missionare, insbesondere die protestantischen Missionare in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in China,
waren mit diesen Kalendern vertraut und sind immer dann gereist, wenn es verboten war, weil dann niemand unterwegs war. Also sozusagen eine gegenteilige Wirkung hier erzielen wollen. Horoskope sind sehr, auch hier wieder wird zeitlich, das ist zu kompliziert, das jetzt hier in der Kürze zu erklären, aber Horoskope in China sind chronomantische Horoskope. Das bedeutet, es geht nicht um den Blick, wesentlich nicht um den Blick an die Sterne, auf die Sterne, sondern es geht wiederum um Qualitäten, die bestimmten Zeitpunkten, also der Geburtsstunde, dem Tag, dem Monat, dem Jahr sozusagen zugerechnet werden. Und die werden in einem sehr komplizierten Verhältnis oder in ein sehr kompliziertes Verhältnis zueinander gesetzt. Deshalb sprechen wir in dem Zusammenhang von Chronomantie. Dieses Horoskop stammt von einem der berühmtesten chinesischen Horoskopisten des 20. Jahrhunderts, der 1968 dann verstarb. Zwei Büros hatte, eins in Taipei und eins in Hongkong. Und ursprünglich aber in Shanghai tätig war, wo dem Hörensagen nach auch Zhou Enlai, also ein berühmter chinesischer Kommunist, ihn aufgesucht haben soll. Aber das können Sie nirgendwo belegen, das ist Hörensagen. Ja gut, und solche westlichen abendländischen Horoskope kennen Sie auch, nur dass hier natürlich dann ein ganz anderes System letztlich zum Tragen kommt. Auch hier wird der Zufall ausgeschaltet, es wird gerechnet einfach nach Ephemeriden. Heute können Sie es über einen Computer machen, ganz leicht. Aber und auch ein chinesisches Horoskop können Sie errechnen, aber Sie haben natürlich immer noch keine Deutung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eben auch die Deutung. Wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt verschiedene Interpretationen, dann gilt das natürlich auch für die Horoskoptechnik. Also mit anderen Worten, auch die können konkurrieren. Ich kann mir, das Horoskop selber wird immer dasselbe bleiben, weil die Parameter sozusagen sich nicht ändern werden. Aber die Interpretation hängt eben von der, auch vorhin von Herrn Neet noch genannten Intuition ab. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerne vergessen, weil wir in der Regel ausgehen von dieser ciceronianischen Unterscheidung. Also Cicero hat ein Buch geschrieben, unter anderem De Divinatione, von der Wahrsagung. Und darin finden Sie zwei Typen der Wahrsagung. Die eine ist die, was er nennt, die natürliche, das bedeutet die Prophezeiung, die inspirierte Wahrsagung, die Prophetie. Und das andere nennt er die künstliche, sprich aufgrund von Kalkulation erstellte. Aber natürlich setzt wiederum, und das schreibt dann Cicero nicht mehr, weil er ein Gegner eigentlich dieser Techniken war, setzt auch die künstliche, sprich artifizielle Divination mittels Kalkulation sozusagen bei der Interpretation auf jeden Fall Intuition voraus. Das ist gar keine Frage. Hier haben wir auch Kepler, ein Horoskop, was Johannes Kepler erstellt hat. In der Wissenschaftsgeschichte ist er ja lang so behandelt worden, als hätte er diese Horoskope immer nur gewissermaßen für Geld gemacht. Und dann hat man gefunden, dass unter den etwa 1000 Horoskopen, die man noch besitzt, sehr viele Verwandte, Freunde und nahe Bekannte sind, sodass es sich garantiert nicht um Profit sozusagen gehandelt haben kann. Na gut, das kennt Herr Klaus Haber sehr viel besser als ich. Und ich will hier nur die, wenn ich so sagen darf, die phänotypische Ähnlichkeit aufzeigen. Das sind die Vatizinien. Hier habe ich den Papst ausgesucht, Cölestin, den fünften, der der erste Papst war, der gewissermaßen zurücktrat, also bis ins 21. Jahrhundert sozusagen. Und wenn Sie sich dieses hier anschauen, sogenannte Tuibeitu, die Rückenstoßtafeln. Hier eine schöne alte Ausgabe von 1406, die arbeitet mit einer zusätzlichen Technik, nämlich der Zerlegung von Zeichen. Also die Kaiserfamilie der Sung-Zeit. Na, wo haben wir es denn? Ja, genau. Also ich gehe erstmal hier drauf. Die schreibt sich so. Und das können Sie zerlegen in 10. 1 plus Wuren, also der Wahrsager, plus Klein,
plus Mond. Alle diese Elemente sind in diesem Zeichen versammelt. Und das steht dann eben auch hier zusätzlich zu den neun Palästen der neun Kaiser, die die Sung-Dynastie, die nördliche Sung-Dynastie sozusagen hervorgebracht hat. Solche Dinge sind natürlich, nicht natürlich, sondern sind aller Wahrscheinlichkeit nach a posteriori sozusagen erstellt worden, geben aber an, dass sie Prophezeiungen seien. Und das ist das Zentrale daran. Also dass hier sozusagen inspirierte nach Cicero sozusagen natürliche Wahrsagung am Werk ist. Das ist streng zu unterscheiden von allem anderen. Ganz kurz vielleicht eine Sache, die oder zwei, drei Phänomene, die nicht mehr im Westen sozusagen anzutreffen sind. Hier gehe ich in den Tempel, bete zu einer Gottheit und dann wird die Gottheit diesem dem am Werk befindlichen Medium sozusagen den Griffel führen, den er dann oder sie, sehr viele Frauen auch dabei, im Sand sozusagen, mit dem er dann im Sand Zeichen schreibt. Das ist inspirierte, klassisch besten, also im besten Sinne inspirierte Prophetie. Träume natürlich, da brauche ich jetzt nicht lange drüber zu reden. Wir haben Traumbücher sozusagen in allen Kulturen, Schriftkulturen sozusagen der Welt. Und wir haben natürlich auch die Reaktion gewissermaßen auf ein Omen oder auf eine Vorhersage, nämlich im Sinne eines Talismans. Chinesische Talismane, die sehr häufig, ja, wenn man so will, in einer seltsamen Schrift geschrieben sind. Darüber gibt es Untersuchungen, aber sie sind dann trotzdem lesbar und standardisiert im Wesentlichen. Und hier haben wir ein Amulett von 1501, wo mir die Spezialisten vom Germanischen Nationalmuseum gesagt haben, das sei bis heute nicht entzifferbar. Vielleicht ist es unterdessen zu entziffern. Aber Sie sehen nur hier auch wieder die Parallele. Apotropäisch ist hier der Ausdruck sozusagen. Also ich wende ein Übel ab. Eine Sache, die wir im Westen gar nicht haben, sogenannte Feng Shui, also die Topomanzie. Ich gehe aus von bestimmten, es gibt Formen der Landschaft. Ich habe dazu in der Regel noch einen Kompass, der die Zeit errechnet, sozusagen den Sonnenstand etc. Und damit kann ich ein Grab, eine Grabstelle errichten und ich kann auch für die Wohnstätten der Lebenden sozusagen für Segen sorgen. Und der Glaube ist nun in der Tat der, dass wenn ich meinen Vorfahren ordentlich begrabe nach diesen Regeln sozusagen, er dann Segen auf mich ausüben wird und auf die Familie und auf die Posterity. Auch hier, zurück jetzt nochmal, gibt es konkurrierende Interpretationen. Und auch hier hängt es dann davon ab, wem ich Vertrauen schenke. Also sozusagen, ich kann durchaus zwei, drei Meister einladen, um für dieses Grab gewissermaßen zu sorgen. Eine ähnliche Sache ist das Tempelorakel. Auch hier wird eine Gottheit angebetet. Stellen sich Delphi vor. Ne? Und seit Theodosius gibt es kein Orakel in Delphi mehr. Nicht wahr? Und seitdem haben wir sozusagen im Westen diese Vorstellung eben nicht mehr präsent. Hat lange gedauert, bis ich manchen, nicht dir, lieber Klaus, aber manchen Europeanists erklären musste, dass das eben eigentlich noch eine Form quasi ist, die da die europäische Antike kannte. Ich komme zu einem Gott und bitte ihn aber um eine Wahrsagung. Bitte ihn jetzt nicht um Gnade oder sonst was, sondern wirklich eine konkrete Wahrsagung, macht sich mit 100 Stäbchen und dergleichen. Also es sind diese Stäbchen, dann schmeiße ich diese oder werfe ich diese Mondblöcke. Je nachdem, wie sie fallen, ist die Gottheit einverstanden, lacht oder ist nicht einverstanden sozusagen, lacht, weil meine Frage zu blöd war oder völlig, es gibt's, also der darf lachen, dieser Gott. Und wir haben natürlich auch von der Pythia oder ähnlichen antiken Orakel solche Momente, wo die Pythia oder eben das jeweilige Medium sagt, auf diese Frage antworte ich nicht, ist mir zu blöd, ne? Oder ist nicht relevant oder du weißt schon die Antwort. In Taiwan wird das sogar in Gegenwart von Politikern betrieben, das Schicksal der Nation, einmal im Jahr, am Anfang des chinesischen Neujahrs.
verschiedenen Tempeln und so weiter. So, dann will ich Ihnen ganz kurz, und da muss ich aber jetzt hier rübergehen, um das auch noch ordentlich lesen zu können. Ich möchte Ihnen Sie nur auf die unterstrichenen Zeilen aufmerksam machen. Was sagt er hier? The cracks formed by the burning of the tortoise shell and the coals obtained by the manipulation of the stems of the yarrow stag stem, also der Schafgarbe, can be either auspicious or harmful. If the fate of the consultant is favorable, the result of the divination will be prosperous. Mit anderen Worten, da kann ich gar nichts machen. Also es ist halt der totale Determinismus. Ein glücklicher Mensch oder ein prosperous guy, you know, der wird in jedem Falle ein glückliches Omen erwischen. Mit anderen Worten hier, er erklärt quasi nicht diese Techniken, also die Schildkrötenschale, die wir ganz zu Anfang hatten, oder eben das Buch der Wandlungen, für sinnlos oder für unwirksam sozusagen, sondern er macht es abhängig letzten Endes wovon? Vom Schicksal der Person. Dann vielleicht noch zwei, drei Stimmen und dann bin ich auch schon am Ende. Ji Yun oder Ji Xiaolan war einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit, übrigens ziemlich genau Zeitgenosse von Diderot. Und während Diderot seine Enzyklopädie verfasst, sozusagen, kompiliert Ji Yun die größte Anthologie, die China jemals gesehen hatte. Und dann sehen Sie hier, was er sagt, diese Techniken, also diese mantischen Techniken, die waren ewig lang präsent und wir können sie nicht ganz abtun. Mit anderen Worten, es muss was dran sein. Hier spricht aber der Beamte, der sozusagen eine gewisse Reserve gegenüber den, was er nennt hier, minor ways, kleine Wege sozusagen ausdrücken muss, um nicht hier, wenn Sie so wollen, ein modernes Wort natürlich, hat es in China nicht gegeben, dem Aberglauben oder dem blinden Glauben zu verfallen. Dann hat er aber eine Serie von sogenannten Brush Notes, Pinselnotizen verfasst, über Jahrzehnte hinweg. Und in diesen outet er sich, wenn Sie so wollen, als ein ganz anderer Mensch. Hier haben Sie beispielsweise die Geschichte, die er über seinen Vater erzählt, eine der vielen Geschichten. Sozusagen, der kommt vor dem Examen, großes Problem aller chinesischen Gelehrten, das Staatsexamen. Ne? Also kommen Sie dahin und er fragt und dann sagt er, 10.000 Meilen weg und 10.000 Jahre muss noch warten. Und da denkt sich sein Vater, vielleicht sollte ich doch einen anderen Karriereweg einschlagen, sozusagen als den des Beamten. Und dann kommt aber eine Prüfung, die da lautet 10.000 Jahre, nämlich 10.000 Jahre für den Kaiser zu seinem 60. Geburtstag. Und siehe da, da besteht er sie. Viele Kritiker sagen, dieser Ji Yun, der will das Publikum unterhalten und dergleichen. Da verkennt man aber die chinesische Mentalität. Wenn er eine Geschichte über seinen Vater erzählt, wird er niemals sich erlauben, sozusagen die Leute irgendwie nur zu unterhalten, sozusagen, sondern das ist glaubwürdig. Und so haben sie relativ viele Einträge, denen ich systematisch nachgegangen bin. Insbesondere hier auch hinsichtlich des sogenannten Spirit Writing oder des Planchette-Schreibens und dergleichen. Und Sie sehen, there must be something unrefined. Geomancers sind hier die Feng Shui-Leute, das sind nicht die europäischen Geomanten. Moreover, there are some who make illicit profit and the words are unreliable. One should not indulge in credibility, but when there are irrefutable verifications, no false accusations should be made. Mit anderen Worten, er schließt nicht die Möglichkeit aus, sozusagen, dass diese Techniken, sozusagen die semantischen Techniken, eben ihre Effizienz haben, ihre Wirksamkeit, dass sie zutreffen. Ich habe Ihnen mal einen gläubigen Skeptiker genannt oder einen skeptischen Gläubigen, um einfach dieses Spannungsverhältnis auszudrücken zwischen seiner Haltung gegenüber, sagen wir mal, der Scharlatanerie, könnte man lang drüber reden, auf der einen Seite, und aber seiner tiefen Überzeugung, dass er
dass diese Techniken eben wirken. Ja, vielen Dank.